alle liebe Freunde. Erstmal sind wir wieder im Tierheim Gelnhausen. Und dann seht ihr hier rundherum ganz viele weiße, hübsche Hunde. Das sind alles Mittelspitze. Dann haben wir noch einige Wolfspitz-Mittelspitz-Mischlinge. Diese Tiere kommen, 20 an der Zahl, alle sichergestellt aus einer schlechten Haltung. Wir haben von 4 Wochen, das ist das Kleine, was hier rumspringt, bis zu 2 Jahren zurzeit alles an Spitze, was man sich vorstellen kann. So, die Tiere waren in einer Wohnung eingeschlossen. Das heißt, die Tiere sind leider noch nicht ganz stubenrein. Sind wild verspielt, man sieht es hier. Kennen eigentlich gar nichts. Sie kennen keine Straße, sie kennen die Geräusche nicht. Mittlerweile bei uns machen sie sich ganz toll, weil sie doch jetzt schon ungefähr 3 Wochen bei uns sind. Die Tiere werden jetzt alle kastriert, sind jetzt alle wieder so weit fit, sodass sie vermittelt werden können. Ich möchte ein ganz großes Appell eigentlich an die Spitzfreunde richten, weil ich denke, das sind keine normalen Hunde, weil die ja den ganzen Tag sprechen müssen. Das heißt, sie sprechen sehr laut, sie bellen und bellen und bellen und wollen sich immer ausdrücken. Deswegen denke ich ganz einfach, Leute, die einen Cocker hatten oder irgend so einen Mischling haben oder hatten, die sind einfach damit überfordert. Also man sollte bei diesen Hunden, wenn möglich, schon ein Alttier haben, ob ein Spitz oder ein anderer Hund, so dass die Hunde einfach von diesem alten Hund in Anführungsstrichen sich ganz, ganz viel abgucken können. Es sind auf jeden Fall Familienhunde. Die Hunde brauchen ja auf jeden Fall einen Garten oder einen Hof und ja, was Eigenes. Das heißt, die Hunde sollten nicht irgendwo in eine Wohnung, wo kein Hof dabei ist, keine Mietswohnung, weil, wie vorher schon gesagt, diese Hunde sind eigentlich recht laut. Ich selber habe eine Bekannte, die schon mal aus einer Beschlagnahme von dem gleichen Mensch einen Spitz hatte. Oder die hat ihn immer noch. Und da merkt man also, er will sich eben den ganzen Tag ausdrücken. Die hat also auch selber einige Hunde. Aber das ist so der vorwitzigste und der lauteste. Also gefragt sind hier wirklich entweder Leute, die sich mit der Rasse auskennen oder eben Leute, die sagen, okay, ich möchte so einen Hund, zumal die ja irgendwie fast ausgestorben waren mal eine Zeit lang. Es sind Wachhunde, es sind Hunde für Kinder. Die Hunde kommen super auch mit Katzen klar. Das kann man denen also alles noch beibringen. Ja, ich denke, wenn irgendjemand sowas Goldiges, Süßes haben möchte, der sollte sich an uns wenden oder auf unsere Internetseite schauen, wo sie eigentlich ja alle mittlerweile drauf sind, sodass man sie sich einfach angucken kann.